Man kommt nach Südtirol in eine der besten Patisserien und am Ende des Tages steht man im Ziegenstall. Man kennt das nur aus dem Studium, Work and Travel. Und das ist quasi genau dasselbe, nur dass ich in meinem Beruf dort schaffe. Die Arbeitskraft, die fehlt mir. Ne? Sie ist ja vollwertige Kraft. So ein Auslandspraktikum, das ist Gold wert. Lara Fabienne Schäfer, ich bin 23 Jahre alt, wohne in Mühlbach am Clan und ich bin Konditorin und Bäckergesellin. So. Die Idee zu einer Ausbildung im Bereich Bäckerei oder auch Konditorei hat sich eigentlich bei mir relativ spät entwickelt. Ich habe zuerst auch nach Studiengänge geguckt, aber das ganze System vom Studium hat mich nicht so angesprochen und mir ist Lernen noch nie so leicht gefallen. Ich habe schon immer mehr so viel lernen, dass was Gutes rauskam. Dann bin ich zu meinen Eltern in den Betrieb mit ihnen gestiegen und habe jetzt hier die Ausbildung gemacht. Klar, die Nachtarbeit ist für viele immer ein Problem, aber wenn man morgens aufsteigt und man sieht, was man nachts geschafft hat, und die Leute kaufen das dann und es kommt immer mal wieder zurück. Oh, es schmeckt so gut und es einfach, das erfüllt einen so. Wenn die Leute dann zufrieden sind und dann kann man auch stolz auf sich selber sein. Und eben die Tradition zum Handwerk macht einfach Spaß. Kann man nicht anders sagen. Bis jetzt hat es immer gut geklappt. Also toi toi. Also wir sind noch nie aneinander gerasselt. Und ich glaube, das klappt da bei uns. Also bin ich recht zuversichtlich. Also ich kenne von anderen, oh, das kenne ich nicht, ganz auch mit meinem Vater zusammen schaffe. Aber da habe ich gar keine Probleme. Das, klar gibt es Momente, wo wir vielleicht nicht so einer Meinung sind. Aber da redet man dann drüber und dann erklärt mal die Sache. Da ist dann kein Grund, sich da zu zoffen. Also. Sie ist schon auch der Mittelpunkt in unserem täglichen Leben, muss man schon sagen. Ne? Mehr schaffen miteinander, mehr wohnen miteinander. Also das ist schon schön auch so, ne? Zu haben, dass sie bei uns ist. Ich finde gar nicht, dass der Beruf irgendwann langweilig wird, weil man kann so vielseitig arbeiten und wenn man ein gutes Team hat, das gut Hand in Hand miteinander arbeiten kann, dann gibt es auch Feierabend. Und dann hat man unter Umständen, wenn man nachts um 4 anfängt, ist man, wenn es gut läuft, schon um 12 Uhr wieder zum Mittagessen daheim. Also langweilig auf keinen Fall, sehr vielseitig. Und dass man nur schaffen muss, das stimmt auch nicht. Also das kann ich so nicht bestätigen. Wir unterstützen hier die Mühle in Gumschweiler, weil das noch eine richtige Handwerksmühle ist. Es gibt kaum noch selbst mahlende Müller, die wirklich noch aktiv in ihrer Mühle stehen. Und wenn es noch so kleine Mühle gibt, die wirklich noch im Familienbetrieb ist, dann muss das auch unterstützt werden. Was machst du? Ich brauch Mehl. Du brauchst Mehl? Ja. Was brauchst du? Basic. Okay. Jawohl. Ich mache genau das Mehl, so wie es der Bäcker braucht. Das ist schon jahrelang so und die haben sich an das Mehl gewöhnt von uns. Und es ist auch ein spezielles Mahlverfahren, das wir noch haben. Das ist nicht so wie bei Großmühle, weil die bekommen das nicht mehr so hin wie mir in eine kleine Mühle. Bei der Verarbeitung ist das ganz wesentlich. Also man merke das direkt, wenn neues Mehl, also von neuer Ernte, verarbeitet wird, dann ist der Teig fester oder weicher oder er lässt mehr nach, also er wird weicher, je länger er liegt. Und das ist eben auch das Tolle dran. Der Dirk weiß genau, was für Mehl er kriegt, was wir dann zu verarbeiten haben und kann uns dann sagen, das Mehl ist schwächer, das Mehl ist stärker, mehr oder weniger Wasser zugebe zum Teig. Und die Abstimmung, das ist eben super, dass man so nah miteinander zusammenarbeitet, was man bei einer Industriemühle eben nicht hat.
Handwerksberuf kann genauso hoch angesehen sein, wie wenn ich jetzt einen Doktor in Philosophie habe, weil ich muss genauso dafür arbeiten, ich kann mich genauso weiterbilden und meinen Horizont immer mehr erweitern. Ich war ja schon in Frankreich und dort war ich auch in der Patisserie und ein bisschen in der Schokoladerie und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und wir hatten dann hier eine französische Woche gemacht, wo wir dann Produkte, die wir dort hergestellt haben, bei uns dann der Kundschaft quasi präsentiert haben. Und die Handwerkskammer hat ja Mobilitätsberater. Und dann war ich auch total begeistert, wie viele Betriebe im Ausland bereit sind, jemanden aufzunehmen und quasi das Wissen weiterzugeben. Ich habe mich dann online informiert und habe die Seite vom Acherer in Bruneck aufgerufen und habe mal dort die Bildergalerie so ein bisschen durchgeguckt. Und dachte ich, das muss ich einfach quasi mal live gesehen haben, wie es dort so ist, wie die miteinander schaffe. Und die sind ganz modern ingerichtet und vielseitige Produkte. Und dann habe ich gedacht, also dort muss ich hin, das will ich mir angucken. Die Arbeitskraft, die fehlt mir. Ne? Sie ist ja vollwertige Kraft. Und wir haben halt jetzt auch schon gesagt, also, dass man dann eben im Sortiment ein bisschen einschränke, was recht zeitaufwendig ist, muss dann eben auf der Strecke bleiben in der Zeit. Aber dass er weggeht, das finde ich schon gut. Also man sieht Neues, man lernt viel anderes. In kurzer Zeit kann man einfach ein bisschen was aufschnappen, was man für sein Leben neu hat. Natürlich bin ich aber auch wieder nicht so mit einverstanden, dass es so weit ist. Also da habe ich eben ein bisschen Bedenken gehabt. Ne? Ich hoffe mal wirklich ganz viel aus der Zeit mitzunehmen, sowohl für den Betrieb als auch für meine Persönlichkeit. Wenn man jetzt hier frisch ankommt und dann den ersten Morgen in der Backstube da steht und dann sagt ja hallo, ich bin die Praktikantin und dann jeder einen so fragend anguckt und dann sagt, ich spreche aber kein Deutsch und dann okay, also muss ich auf Englisch weiterreden. Do this cake, do the first layer of this mousse. And for 5 layers, close it on top. So you know, with the knife, the set. Cut it, yes. Yeah. And then we finish up all these ones with the cassis. Okay. Man dann so denkt, oh Gott, die nächsten Wochen nur auf Englisch kommunizieren, das könnte ganz schön schwierig werden. If you take it like this, because it's very liquid. Okay, okay, so I don't drop anywhere. Yeah, okay. Exactly. Easy to like. It's easy like to fill. Man lernt sich jetzt langsam auch so ein bisschen kennen, ist ja jetzt erst eine Woche rum und ja, jetzt kommt man so ein bisschen ins Gespräch, über so ein bisschen über den Smalltalk hinaus. Ist dann nicht einfach, wenn man so viel Arbeit hat und ja, man muss alles erklären, kann ich schon verstehen. Zu Hause sagt mein Papa, mach das, dann weiß ich genau, was ich machen muss. Da weiß ich, was zu tun ist und hier muss ich dann immer warten, bis ich dann jetzt Anleitung bekomme. Der Einzug kommt gleich mit deponiertem Backpapier, damit sie sich dann auch schön ablöst und auch gefüllt. Okay. Wir sind ganz offen. Alle, die zu mir kommen, können in alle Bücher, alle Rezepte reinschauen, auch alles mitnehmen. Und es funktioniert aber auch im anderen Sinn gemeint, Leute, die zu uns kommen, die werden natürlich auch ausgequetscht wie eine Orange. Also es ist ein ständiges Nehmen und Geben. Ich finde die Theke, die sieht einfach total toll aus. Ich habe hier jetzt ein Törtchen mit Frischkäse und Erdbeergelee. Das Gute ist, ich darf jetzt heute mal erfahren, wo der Frischkäse herkommt. Also es ist wahnsinnig idyllisch hier oben. Es ist
wie Urlaub gerade. Ich finde das total cool, dass es so naturnah ist. Das ist noch echtes Handwerk und genau so muss es eigentlich sein. Wir bekommen jetzt noch ein bisschen Heu und ein bisschen Kraftfutter, dass sie ein bisschen kräftig sind und dann kommen sie in die Alben. Und das wirkt sich dann auch gut auf die Milch und den Käse aus. Die, was auf der Alm gemolken sind schon, ja. Also die, da schmeckt man schon die Bergmilch oder den, ja, Bergkäse raus. Ist ja schon irgendwie lustig, man kommt nach Südtirol in eine der besten Patisserien und arbeitet mit Schokolade, mit Macarons, mit verschiedenen Füllungen und am Ende des Tages steht man im Ziegenstall und melkt da direkt mit. Ist eigentlich total versaut, aber irgendwie passt es trotzdem zusammen. Ah, ja. Super, machen wir gleich die nächste. Ah, und einhängen. Okay. Je mehr die Ziege alternatives Futter bekommt, umso mehr Milch gibt sie. Mhm. Aber das ist vielleicht unsere Ideologie ist, sie soll das fressen, das sie findet. Genau. Und, ja, so wie es in der Natur auch ist. Genau. Ja, also. Weil es ginge auch mehr. Also sie könnten auch mehr Liter pro Tag geben, aber wir wollen das nicht. Und deswegen bekommen sie nur das, was hier an der Gegend wächst. Okay. Genau. Beide Handwerke greifen ineinander über. Der eine kann nicht ohne den anderen. Ich brauche in der Patisserie die Milch oder den Käse von der Ziege. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, eben den anderen auch kennenzulernen und zu wissen, woher die Produkte stammen, die man verarbeitet. Wenn so ein altes Handwerk noch existiert, muss man auf jeden Fall auch mal gucken, was da so los ist und einfach auch dazulernen. Und seinen Horizont immer erweitern. So, Fabienne. Oh, das sieht aber gut aus. Jetzt warst du auf der Alm, warst du auch beim Melken dabei und jetzt präsentiere ich dir meinen Käse. Sehr gut. Hier haben wir einmal auf der linken und auf der rechten den Frischkäse. Mhm. Ich fühle mich gerade so inspiriert. Wahnsinn, also ich kann es eigentlich der ganze Tag, ich kann ihn kaum in Worte fassen, es war so spannend und so lehrreich, so viele neue Sachen zu sehen. Dann gehen wir auf das bisschen Salzige mit großen Salz und Lavendel. Das ist eigentlich kaum in Worte zu fassen. Also so ein Auslandspraktikum, das ist Gold wert. So, das war's auch schon. Und jetzt dürft ihr gern ein Like da lassen, kommentieren oder teilen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Tschüss!